Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dragon Ball Seed Budokai Tenkaichi 3 für die Nintendo Wii hier auf meinem Kanal Hannes Spielgalaxie. Heute startet die besondere Dragon Ball Saga. Ja, mit Dragon Ball bin ich aufgewachsen. Von Dragon Ball kenne ich alles auswendig. Da habe ich alles gesehen. Ja, also der erste Kampf ist Decke fürs Boden. Das heißt, Nam gegen Son Goku in seiner Kid-Form. Also Kid Goku, wenn schon, gegen Nam. Dieser Nam ist ziemlich stark, aber ich werde nicht verlieren. Ja, Nam war saustark. Ja, an den kann ich mich noch erinnern, der war saustark. Ja, Son Goku ist wieder Mahlzeit, Son Goku, Alter. Meine Mutter, mein Bruder und die Leute aus meinem Dorf. Ich werde nicht verlieren. Noch zwei Kämpfe. Zeit für Kampf Nummer 6. Und jetzt weiter mit Kampf Nummer 6. Wow. Gegenangriff. Okay. Oh, doch, jetzt noch nicht. Ich darf nicht verlieren. Dem Dorf zuliebe. Eindringen. Du kannst immer noch weiterkämpfen. Holy shit, das macht Damage. Namo Nida Butsu. Boden gegen Decke. Oh oh. Au. Scheiße, das muss wehtun. Das ist sein Finisher Move. Oh fuck. Bitte fang an zu zählen. Oh, 1, 2. Er ist tatsächlich draußen. Hm, ich denke nicht, dass er nochmal hochkommt. Alter, unterschätzt Son Goku nicht. Son Goku, du musst aufstehen, Alter. Wir haben noch einen Kampf zu gewinnen. Ich kann niemanden umbringen, aber das hier setzt dich 10 Tage außer Gefecht. 7, 8. Son Goku, steh auf, Alter. 9. Jawohl, Son Goku ist wieder aufgestanden. Wie ist das möglich? Das heißt, dass der Kampf weitergeht. Kamehameha. Boden gegen Decke. Schon wieder. Oh, scheiße. Oh, er hat Nachbild eingesetzt. Au, Alter. Wow. Beinahe wäre ich rausgefallen. Gegenangriff. Das war's für dich. Ich werde nicht verlieren. Junge, du hast mich geschlagen. Gratuliere. Ein guter Kampf. Ein ganz erstaunlicher Kampf. Son Goku erreicht das Finale. Ja, der nächste Kampf ist wahrscheinlich Son Goku gegen Mutten Roshi oder auch Krillin. Kampf in Quittenturm. Okay. Kampf in Quittenturm ist aber, glaube ich, was anderes. Ah ja, genau. Der Kampf gegen Tao Bai Bai. Das ist unser nächstes Kapitel, Kampf in Quittenturm. Dass ich gegen einen Halunken wie den Söldner Tao verliere, kommt gar nicht in Frage. Gut, ich muss mein Bestes geben. Ja, ich muss sagen, die Dragon Ball Saga war sowieso am geilsten. Also Dragon Ball damals, das war der Hammer.
Sei ein guter Junge und drück die Dragon Balls raus. Oder willst du lieber sterben? Stirb doch selber, du Arschloch. Du kriegst meine Dragon Ball nicht. Und ich werde auch nicht gegen dich verlieren. Ja, mein Spruch, Alter, Son Goku, mein Spruch. Ich werde dich mit meinen bloßen Händen schlagen. Au, scheiße. Oh, oh. Au. Alter, hat der gerade 6 Königspistole gemacht? Gegenangriff! Ich werde dich besiegen, Tau, bye bye. Friss das. Eindringen. Ich setze jetzt alles auf einen Schlag. Friss das. Was? Du bist ein völlig anderer als noch vor 3 Tagen. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich bin nur den ganzen Weg zum Turm hochgeklettert. Der Quittenturm. Nein, das kann nicht sein. Jetzt sag bloß nicht, Meister Quitte selbst hätte dich trainiert. Yep, woher weißt du das? Ich dachte, das wäre nur ein altes Gerücht, aber es scheint tatsächlich wahr zu sein. Interessant. Nun, ein bisschen Training könnte ich mir auch nicht schaden. Allerdings, das kann niemandem schaden. Oh, scheiße, wir haben verloren. Okay, ich habe nicht volle Power gedreht. Kamehameha. Alter, das war jetzt unfair. Original, du Dumper. Du bist ziemlich gut. Du kannst es schaffen, Son Goku. Yep, ich werde es schaffen. Der kann also auch, du Dumper. Also Original, du Dumper. Ich meine, ich wusste, dass er Dodonpa drauf hat, aber warum heißt das Original Dodonpa? Das verstehe ich nicht. Oh, scheiße. 6 Königspistole schon wieder. Ist der Typ aus One Piece oder was? Eindringen. Ja, ich muss sagen, Tau bei Bai ist richtig gut. Der unterhaltet mich wirklich. Oh, falscher Mut. Okay. I'm sorry, das war eine schreckliche Sache. Vergib mir. Tut mir leid, tut mir leid. Ultimativer Final Plan. Was passiert? Ach, dieser Move. Oh, scheiße. Fuck. Oh, fuck. Ja, mit dem hast du nicht gerechnet, ha? Huh? Kamehameha. Ich hab dir gesagt, dass ich nicht verlieren werde. Yeah. Wahoo. Okay, Opa, warte einfach. Ich werde alle Dragon Ball holen, damit wir uns deinen Vater zurückwünschen können. Okay. Geil. Ja, das ist genauso original wie in der Serie. Ja, das ist auch der Grund, warum ich das Spiel so gerne mag, weil es echt dem Originalen gleich steht. Es ist echt genauso wie in der Serie passiert. Son Goku kämpft gegen Tau Bai Bai. Ja, Leute, ich würde sagen, wir stoppen von hier wieder. Das war's wieder.
mit dem Part für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wieder über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. So, Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die Nintendo Wii. Hier auf meinem Kanal Hannes Spieler Galaxy. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haha. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die Nintendo Wii hier auf meinem Kanal Hannes Spieler Galaxie. Ja, wir befinden uns immer noch in der Dragon Ball Saga. Wir haben bereits zwei Kapitel gespielt und jetzt kommt das dritte Kapitel. Son Goku schlägt zurück. Son Goku gegen Oberteufel Piccolo. Der Showdown zwischen Piccolo und mir. Ich darf noch nicht sterben. Ich muss dich besiegen. Ja, Oberteufel Piccolo war ein richtig fieser Gegner, aber Son Goku konnte ihn besiegen. Ja, ich würde sagen, fangen wir an und viel Spaß wieder beim Zuschauen. Ich werde so lange weitermachen, bis ich dich besiegt habe. Ha, du Narr, weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Ja, mit Oberteufel Piccolo habe ich es zu tun. Dieser Kampf wird nicht enden, bis einer von uns erledigt ist, um sich zu bewegen. Oberteufel Piccolo ist ein richtig schwerer Gegner. Alter. Eindringen. Alter, wenn ich nichts unternehme, dann stirb ich jetzt. Na dann komm doch, ich will deine wahre Macht sehen. Gut gemacht, wirklich gut gemacht. Wenn ich mit voller Kraft kämpfe, wird meine Lebenserwartung sinken. Eigentlich wollte ich das ja nicht, aber es scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Ha, ich hoffe, du bist bereit. Mach du dich besser bereit, dich kaufe ich mir. Wo, Son Goku, ist das schon alles, was du zu bieten hast? Genug von diesem Unsinn. Wo, wir haben wieder Leben bekommen, Gott sei Dank. Ja, Gegenangriff. Dein Name ist drum. Scheiße. An das kann ich mich noch erinnern. Das hat der bei Tenshinhan auch gemacht. Oh, Scheiße. Wir sind paralysiert. Gegenangriff nochmal. Sieht so aus, als wäre die Sache fast entschieden. Einer von uns wird sterben. Kamehameha. So sollte das nicht laufen. Das kann doch nicht sein. Ja, wie es aussieht, ist es aber so. Oh, Scheiße. Au. Unverzeihlich, Alter.
Ich bin hilflos, ich glaube, du bist hilflos. Okay, was war das jetzt? Ich setze jetzt alles auf einen Schlag. Oh, der ist erledigt. Schaut euch das an, wie viel Schaden das macht. Alter, 99.999. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Was? Was ist passiert? Ich bin der Dämonenkönig Piccolo. Eigentlich Oberteufel Piccolo. Hehehehe, ich muss dir gratulieren. Aber denk nur nicht, dass du meinesgleichen zum letzten Mal gesehen hättest. Ja, Piccolo, wir werden uns wiedersehen. Mein Kind, du wirst meinen Zorn verstehen und die neue Wurzel des Bösens sein. Ja, Dämonenkönig Piccolo oder was auch immer, Oberteufel Piccolo ist richtig brutal gestorben. Ja, wir haben neue Charaktere und neue Level freigeschaltet. Sieht so aus, als käme da ein unglaublicher starker Kerl. Das wird spannend. Ja, Pinguinhausen ist unser nächstes Kapitel. Ja, lass es dir schmecken, Son Goku. Aber lass mir auch was übrig. Habe ich dich endlich erwischt? Verdammt, gib mir meine Dragon Balls zurück. Hahaha, sie gehören jetzt mir. Das ist General Blau. Ich will dich tot sehen. Alter, habt ihr das gesehen? Ich zeige dir auch was. Friss das. Arale, benutzt deine besten Pro-Wrestling-Moves bei ihm. Okay, uhuhuhu, jetzt sind wir Arale. Alter, das komische Cyborg-Mädchen. Ping. Fuck. Oh, mir ist nichts passiert. Alter, das Mädchen ist so seltsam. Ich finde das kacke, dass sie sich nicht aufladen kann, sondern dass das von selber passiert. Ja, jetzt geht's. Oh, wie aufregend. Wow. Alter. Oh, scheiße, 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 scheiße. Pro-Wrestling-Spiel. Mann, ich wollte das sehen. Scheiß, Alter. General Blue, du bist so ein Bastard. Telkinese. Okay.
Komm schon. Pro Wrestling Spiel. Ich mag Wrestling. Let's go. Oh, komm schon. Oh, Scheiße. Oh, oh. Au. Warte mal. Gespannt. Huhu. Okay. Haben wir gerade Leben bekommen? Holy shit! Die Gatschans sind auch ziemlich stark. Alle meine Freunde sind ziemlich stark. Wow! Es gibt eine ganze Menge Leute, die stärker sind als ich. Ich sollte lieber mehr trainieren. Alter, das war so geil jetzt. Alter, den Typen haben wir so gezeigt. Oh, das war's schon mit der Dragon Ball Saga. Okay, der Kampf gegen Tenshi Han und Mutten Roshi und Yamshu findet hier nicht statt. Ja Leute, das war's jetzt sozusagen auch wieder mit dem Part und mit der Dragon Ball Saga. Ich muss sagen, die Dragon Ball Saga war nicht lange in dem Spiel. Ich finde es schade, dass die Saga so kurz war in dem Spiel. Aber naja, aufregende Kämpfe, geiler Schluss, das mit dem Schluss vorhin war am besten, würde ich sagen. Ja, das war das Beste in dem gesamten Video. Ja, ich musste mich sogar selbst übergeben von Lachen, Alter. So eine Behinderung, das gibt's nicht. Ich meine, ich finde die Arelle richtig behindert, wenn ihr mich fragt. Diesen Charakter finde ich echt seltsam. Ich meine, ich find's geil, dass sie Wrestling-Moves kann, aber ansonsten ist der Charakter einfach behindert und seltsam in meine Augen. Mit behindert meine ich natürlich nichts Schlechtes, sondern einfach, sie ist was... Ja, sagen wir mal so, sie ist was Besonderes auf ihre eigene Art und Weise, dass ich das selber nicht in Worte fassen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, wir haben noch eine Saga, habe ich jetzt gesehen, was wäre, wenn jetzt Saga? Ja, die kommt dann wahrscheinlich im nächsten Part wieder und wir sehen uns dann, ja, im nächsten Part wieder. Was wäre, wenn jetzt, Saga? Bis bald, Leute.